Die Templer müssen gewarnt werden. Jetzt. Hör gut zu. Auf diesem Schiff ist es gefährlich. Befolge meine Befehle und versteck dich in den Schatten. Du wirst fressen und wachsen. Verseuche das Schiff und töte jeden einzelnen Protoss an Bord. Hallo und herzlich willkommen zur 9. Mission von Heart of Swarm. Heute im Körper des Feindes. Jetzt geh. Auch in dieser Mission gibt es wieder drei Erfolge. Im Körper des Feindes, Biomasseneffekt und Fluglotsenstreik. Für den ersten Erfolg, wie immer, einfach die Mission abschließen. Für den zweiten müsst ihr 450 Einheiten Biomasse einsammeln. Und für den dritten müsst ihr dafür sorgen, dass die Rettungskapseln nicht weniger als 20 Sekunden Zeit haben. Der Aufbau dieser Mission ist eigentlich recht einfach. Man arbeitet sich als Parasit von Körper zu Körper und schleicht sich durch die Gänge. Ein Protektor. Versteck dich zwischen diesen Abluftschächten. Sicher entdeckt. Priorität 1. Festgelegt. Alle anderen Prioritäten aufgehoben. Gratuliere. Es gibt keinen Weg an den Berserkern vorbei. Infiziere das Ursadon und zerquetsche sie. Die Zerg haben das Ursadon verseucht. Die Protoss glauben also, sie hätten nur ein paar verseuchte Tiere. Sie haben ja keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Es ist an der Zeit, dass du zu einer Brutmutter heranwächst. Habt ihr genügend Biomasse zusammen, verwandelt ihr euch in eine Schwarmkönigin. Warte hier. In diesem Bereich bist du vor neugierigen Blicken sicher. Entwickle dich. Wachse. Von nun an fresst ihr euch durch das gesamte Raumschiff, im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist Niadra. Dies ist deine Bestimmung. Erschaffe eine Brut und vernichte die Protoss. Töte sie alle. Ich lebe, um zu dienen. Töte diese Kreaturen. Ich kann ihre Biomasse verschlingen und unsere Brut damit vergrößern. Die Zerg haben unser Schiff infiltriert. Krieger, zerstört sie. Für den zweiten Erfolg, die 450 Einheiten Biomasse, müsst ihr eigentlich nur alle Tiere, die ihr unterwegs findet, auffressen. Ohne Frage. Ja, meine Königin. Wir gehorchen. Für den Schwarm. Die Jagd geht weiter. Wir gehorchen. Ohne Frage. Wie du wünschst. Dieses Schiff wird brennen. Die Jagd geht. Durchbrecht ihre Verteidigung. Nichts hält den Schwarm auf. Unsere Zeit ist gekommen. Wie du wünschst. Ich bin Niadra. Dieses Schiff wird brennen. Dieser Lüftungsschacht ist unser einziger Weg. Los! Die Jagd geht weiter.
Olaf. Ich bin zu groß geworden, um durch diese Schächte zu passen. Doch meine Zerklinge passen noch hindurch. Ja, meine Königin. Da! Diese Konstruktion versorgt den Schild mit Energie. Ich höre. Der Schild versperrt mir nicht mehr den Weg. Rücken wir vor. Starke Energie dringt aus diesem Teil des Schiffes. Was hat es damit auf sich? Für den Schwarm. Dieses Schiff wird brennen. Ohne Frage. Niemand wird überleben. Wie du wünschst. Die Energie ist überwältigend. Du hast den Warp-Antrieb gefunden. Zerstöre ihn und ihr Schiff wird Shakuras niemals erreichen. Führe meine Brut. Wir gehorchen. Ohne Frage. Dieses Schiff wird brennen. Die Jagd geht weiter. Unsere Zeit ist gekommen. Der Schild ist unten. Ich werde den Warp-Antrieb zerstören. Wehe dich. Führe meine Brut. Ohne Frage. Warnung! Der Warp-Antrieb wurde beschädigt. Sofort evakuieren. Haltet sie auf! Die Zerg dürfen die Stasiskammer nicht erreichen. Ihr werdet den Schwarm nicht aufhalten. Ungültiger Befehl. Tötet die Protoss. Niemand wird gültiger Befehl. Ich höre. Ohne Frage. Wie du wünschst. Wir gehorchen. Ja, meine Königin. Für den Schwarm. Die Jagd geht weiter. Dieses Schiff wird brennen. Für den Schwarm. Ja, meine Königin. Wir gehorchen. Wie du wünschst. Ohne Frage. Explosionen haben aufgehört. Warte. In der nächsten Kammer geht etwas vor sich. Notfall. Energieausfall festgestellt. Erwecke Protoss-Krieger aus Stasis.